Guten Morgen an diesem wunderschönen Herbstsonntag. Oh, die Königin der Soßen. Grüße, ich bin es, die Königin der Soßen. Ich stelle euch köstliche Rezepte aus meinem geheimen Kochbuch vor. Das Gericht dieser Woche ist... Tortillas! Habe ich die nicht schon? Wie viele von euch verdrücken gerade einen Fertigburrito aus der Mikrowelle, während sie meine Sendung schauen? Schämt euch! Ihr könntet genauso gut eure Bohnen in einen alten Putzlappen wickeln. Hört mir gut zu. Wenn ihr einmal meine frischen, rustikalen Mais-Tortillas ausprobiert, könnt ihr nie wieder zurück. Du weißt bereits, wie man Tortilla macht. Ja. Wahrsage? Neutral. Okay. Ich würde so gern eine Amaranth ernten. Stattdessen müssen wir mit Mais voll übernehmen. Leider. Naja. Erstmal gehen wir die Kühe streicheln. Hallo, ihr Süßen. Alter, ein Monat, Baby. Ich muss hier noch einen Zaun bauen, damit die auch raus können. Aber eins nach dem anderen. Fällt mir ein. Einmal so. Dann nehmen wir das hier mit. Und ein Blümchen. Und nochmal Aubergine. Ups. Können ja eigentlich sowieso. Das klatschen wir hier hin. Das ist doch nice. Haben wir hier noch Platz? Nee. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nice. Dann nehmen wir noch ein bisschen davon. Nice. Aber richtig viel davon. Jetzt wird es, glaube ich, echt mal Zeit für so einen Brunnen. Oh, hello. Wo ist dein Kumpel? Ach, hier. Oh. Da blinkt was. Einen Moment. Ja. Entspann dich mal. Entspann dich mal, kleines Lämpchen.
Tada! Was wollte ich denn? Schild. Wird auch Zeit, dass ich ein bisschen Golderz kloppe, damit ich mehr von diesen Sprinklern bauen kann. Von den richtig coolen. Schon nach 12 ist echt viel zum Gießen. Wachst und gedeiht, meine Lieblinge. Habe ich wohl was übersehen? Hier wachsen, glaube ich, Cranberries. Ich bin mir nicht ganz sicher. So, einmal wieder auftanken. Eieiei. Gut, dann gehen wir jetzt Elliot suchen. Ah, und dann geben wir bei Gunther die Puppe ab. Schauen wir mal bei Pierre vorbei, ob der da rumchillt. Oder ist heute zu? Nee. Hallo, hallo. Hey, Buddy. Mayo für dich. Hier, die Wildpflaume bekommst du auch. Und den Mais. Der Harvey, zu dem will ich aber nicht. Ich würde gern zu Elliot. Aber ich nehme gern die ganzen Muscheln mit. Cool. Hallo? Nur Freunde von Elliot können uneingeladen eintreten. Okay. Oh, Würmchen. Ein Totem für die Berge. Cool. Dann gehen wir erstmal zu Gunther. Und dann gehen wir mal in die Berge. Hey, Buddy.
Oh, wie keine Belohnung. Ist aber nicht nett. Hallo, hallo? Hallo, hallo? Kein Elliot? Dafür ein paar Brombeeren. Ich guck noch mal hier rein. Nichts. Ne, das ist Pär, ne? Ja, hätte ich diesen Laden nicht, wäre ich gerade draußen. Das Laub sieht so schön aus, wenn die Pilze sprießen. Okay, kein Elliot. Wo ist Elliot? Caroline? Noch eine Brombeere. Robin? Was ist Elliot? Will Elliot sehen? Demetrius? Hm. Maru? Schauen wir mal in den Saloon, aber letztes Mal war er auch nicht da. Keine Ahnung, wo der sich rumtreibt. Doch, da ist er! Perfekt. Hey, Buddy. Ich muss daran denken, heute meine Pflanzen zu gießen und diesmal nicht mit Salzwasser. Das wäre nicht schlecht, ja. Ja. Senfkohl, genau das, worum ich gebeten habe. Und wunderschön noch dazu. Vielen Dank, Pinketruller. Gern geschehen. 240. Cool. Hey, Barney. Ah, ich war heute nicht sehr produktiv. Oh, ich kenne das. Ich auch nicht. Aber das ist okay. Hey, Clint. Hast du keinen Job oder so? Hey, sei doch nicht so gemein. Hier, schenkt dir eine Cola. Jetzt bin ich deprimiert. Selbst schuld. Du warst gemein zu mir. Nahrung, alles klar. Pi. Das da rein. Da kann auch das Totem hin. Oh, ja stimmt, hier. Und ich meine, ich war noch nicht in der Pilzbutze. Das ist korrekt. Das heißt, das geben wir jetzt noch ab. Dann holen wir die Zäune. Für die Mumus. Das klang jetzt so falsch. Das war keine Absicht. Venusmuscheln kann ich noch verkaufen. Dann ziehe ich jetzt hier einen
schönen Außenbereich für die. Eigentlich kann das so. Ist eigentlich ein bisschen wenig, ne? Stattdessen machen wir doch einfach das so. Gut, dann haben die nämlich hier hinten was zum Rumgrasen, wenn sie Bock haben. Und ich habe vergessen, ein Tor zu bauen, weil ich ein Trottel bin. Zehn. Zehn Holzis. Ja, ich gehe gleich schlafen. Gut. Eigentlich kann das Zeug draußen bleiben. Weil das ist ja Baumaterial. So. Oh, da fällt mir ein. Community Center. Da wollte ich ja noch was abgeben. Gut, gut, gut. Gehen wir mal Schlafi machen. Was sagt denn der Wetterbericht? Gewitter! Cool. Später uns dann die Karten. Ja, das ist jetzt nichts Besonderes in diesem Sinne. Bis in der nächsten Folge. Bye-bye.